Tag 1 ist jetzt hier auf der Gamescom und ihr seht hinter mir, ist schon ein wenig reges Treiben. Es ist aktuell 9.10 Uhr, also wirklich so das fast frühestmögliche, was mir hier drin sein kann. Es ist der Fachbesucher-Pressetag und dementsprechend ist es hier so verhältnismäßig ruhig. Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute sehen werden. Wir werden bei EA mal einfallen. Battlefield 1, Titanfall wird auch da geguckt und dementsprechend heute so ein bisschen entspannter und ich hoffe auch sehenswert, dass ich heute einiges für euch filmen kann, zeigen kann und natürlich, dass ihr da immer gut am, ja, ich würde sagen, am Start dabei seid, falls ihr natürlich nicht hier sein konntet. Hinter mir in der Halle ist eigentlich der Wargaming-Stand, den werden wir natürlich auch nochmal in aller Ruhe anschauen. Also ich denke, es wird ein netter Tag und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Jetzt haben wir also praktisch gerade die erste Runde hinter uns gebracht. Ich sage ganz bewusst wir, weil Rio und Grimmi auch dabei sind. Habe ich ja schon angekündigt. Jetzt mit For Honor muss ich sagen, ein sehr geiles Spiel. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Ist halt mal vom Setting her was anderes. Vielleicht baue ich sogar mal ein bisschen Trailermaterial ein. Wäre vielleicht auch mal was Neues. Ja, also wie gesagt, man spielt einen Ritter und da geht es ordentlich ab. Bin wirklich guter Dinge und das wäre was ich mir auch selber gut vorstellen kann zu zocken. Weiß gar nicht, ob es für PC kommt. Auf jeden Fall haben wir es gerade auf der PlayStation getestet und als alter PlayStation-Besitzer ist das gar kein Problem. Also das war schön. Jetzt schauen wir mal, was es hier noch so gibt und was ich euch noch so zeigen kann. Ja, hinter mir ist jetzt ganz viel Getummel. Das ist nämlich der EA-Bereich in der Business Area. Also hier ist da wirklich, wo alle Berühmtheiten, ich habe auch schon Simon gesehen, irgendeinen Schauspieler, den ich zwar kenne, aber den Namen nicht weiß. Also hier geht's ab. Habe hier auch schon einen Kaffee am Start und habe gerade Battlefield 1 gespielt. Battlefield 1, ich kann euch sagen, ist gigantisch geil. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat noch ein bisschen schwammig ausgesehen, aber das lag halt auch ein bisschen natürlich an dem Thema PlayStation 4. Die ist halt langsam etwas älter. Trotzdem kann ich sagen, auf das Spiel kann man sich sehr freuen. Das werde ich auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen. Ob es eine ganze Reihe wird, ob es nachgezockt wird, kann ich noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall ein paar Mal euch begleiten. Ich hoffe, es hält sich langlebiger als Star Wars, weil da weiß ich, ich habe ziemlich ähnliche Worte damals gewählt. Das war damals, naja, aber das, wie gesagt, hat so viel Potenzial und wenn die Klassen so ein bisschen noch Langzeitkonzept mit sich bringen, dann wird es sehr, sehr cool. Das freue ich mich nachher Titanfall zu sehen, aber Battlefield 1 gibt schon mal einen ganz kleinen Daumen. Jetzt sind wir hier mal in unserer Ferienwohnung angekommen, beziehungsweise eigentlich sind wir schon etwas da, aber ich dachte mir, ich muss es jetzt euch auch mal zeigen, wie es hier so aussieht. Das kennt ihr ja, das ist ja die gute alte Vlog-Tradition, dass man das Ganze einmal anschaut und wir starten mit dem Highlight und zwar dem Bad. Bei dem Bad finde ich den geilsten, den Lichtschalter. Das ist der Lichtschalter. Ja. Ansonsten ist das Ganze hier sehr beengt. Da ist die Toilette, da ist die Dusche. Die Dusche ist gefühlt so halb auf halb. Ich habe mir selber die Haare noch gar nicht gemacht. Naja, ihr kennt mich ja. So, dann hier ist Ding. Da ist ein Kühlschrank. Da ist das Hannes Küche. Hier ist unsere Sitzecke. Da ist mein Schlafplatz. Das ist eigentlich, glaube ich, so auch wirklich der gefühlt schlimmste Schlafplatz. Ich schlafe gar nicht. Ich habe Augenringe, die sind so abnormal und dann geht's hier und das ist eigentlich schön, ich hätte ja selber gern so eine Maisonette-Wohnung, das ist ja so mein heimlicher Traum. Dann geht's hier hoch.
Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich lache. Das ist Ries Bett. Das ist aber das Bett, wo ich mich heute Abend vielleicht mal einquartieren werde, wenn er mich an meinem Geburtstag lässt. Dass ich auch mal schlafe. Da ist Schlaf Krimi. Da ist Rio. Der ist schon fast angezogen, weil wir fahren jetzt auch gleich in 5 Minuten los. Da ist schon klar, dass es schon fertig ist. Ja, hier, wie gesagt, man sieht ja die Dachschräge. Und da kann man nochmal rausgucken. Da sieht ihr mal raus. Ja, also das ist eigentlich eine ganz nette Wohnung. Wie gesagt, wenn das Bad nicht so doof wäre, wäre es eigentlich noch schöner. Ja, das habt ihr das auch mal gesehen und jetzt geht es natürlich auch noch weiter. So, es ist jetzt Donnerstag, 10.10 Uhr. Rio ist neben mir und ihr seht, es ist jetzt deutlich mehr schon losgefühlt als gestern am gestrigen Tage, weil eben jetzt offiziell ganz für alle offen ist. Hinter mir ist Battlefield bzw. EA mit Titanfall, Battlefield und so weiter und da wollen die Leute natürlich hin. Das ist gefühlt so die erste Halle, wo hier gleich eingelaufen wird. Ja, bin ich gespannt, wie es bei den Leuten da draußen ankommt und bei euch natürlich auch. Wir haben es noch nicht gespielt, wir werden es aber noch zocken bzw. zumindest am PC noch nicht gespielt, weil die meiste Konsole haben wir schon gespielt. Ja. Sachen aus, irgendwelche nackten irgendwelche halbnackten Babes oder sonstiges. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, sondern es sind ja wirklich einfach so Kammern, wo man dann reingeführt wird. Da wird dann noch ein bisschen was gezeigt dann zu den jeweiligen Spielen, da wird ein Termin vereinbart. Aber es ist gar nicht so spannend, wie man es vielleicht, wenn man es gar nicht weiß, was sich da befindet, wie man es denkt. Oder was sagst du da so dazu? Ja, du sagst es, hast es vollkommen richtig. Also das ist im Prinzip ähnlich wie das, was man sozusagen auf der Messe sowieso sieht, nur halt ohne Anstellung. Und Meetingraum halt, das ist ein bisschen geschäftlich. Genau, es wirkt so ein bisschen, man muss auch so seriöser wirken. Man kann nicht so, ich frage immer so, dann wird man auch gefragt so und hat dann selber noch Fragen an den Entwickler, dann habe ich so, dann frage ich immer, hat dein Spiel auch Koop? Das finden sie immer ganz gut. Also vor 2 Jahren war das immer die Frage. Und das ist ganz nett, aber jetzt, wie gesagt, schauen wir uns Constructor an, danach noch Dawn of War. Da bin ich selber sehr gespannt, weil gerade Constructor war so ein Kindheitsspiel für mich mit der PlayStation und da erwarte ich so ein bisschen was. Letztes Jahr gab es schon Alpha, habe ich auch schon sehen dürfen und mal schauen, was uns dieses Jahr zeigt. Du freust dich auf Dawn of War? Ich freue mich auf beides. Ja, Constructor super und Dawn of War 3 natürlich auch ein geiler Strategietitel. Ja, dann werden wir mal gucken, wir werden auch da wieder berichten und schauen mal, wie es weitergeht. Irgendwie so bei
bei der Bundeswehr anzufangen. Ist gar kein Problem. Es wird ja auch live verpflichtet. Aber das Schöne und Spannende, es ist nur für 10 Jahre. Also ich überlege mir gerade ganz stark Minecraft zu machen, wie wir auch. Ich glaube, wir lassen das World of Tanks da sein, weil wir wollen einfach auch 12-jährige Fans haben. Und ne, 1,6 Millionen. Und 1,6 Millionen Abonnenten. Also wir hören jetzt World of Tanks auf und ändern jetzt auf Minecraft. Ich sitze hier mit meiner neuen Freundin. Nein, ganz im Gegenteil. Das zwei ist jetzt gerade spontan. Das wird, also ihr kommt jetzt alle ins Video. Wer nicht gewillt, der wird auch nicht gepixelt. Also von dem her. Ja, hau doch mal einen raus. Hau mal einen raus. Lass mal. Nein, kann nicht. Also wir sind heute jetzt im Früh. Das ist unser Community-Abend. Rios und meiner. Meiner, / Hashtag Geburtstag. Und ach, Rio! Den erkläre ich noch zu gegebener Zeit. Wir haben einen sehr netten Abend. Gefällt es euch auch noch? Ja. Ja. Es wird besser, sobald du eine Flasche Wein intus hast. Da drüben ist es noch so semi-optimal, aber ich finde noch eine Frau, dann wird es auch da lustiger. Hier hinten, die sondern sich woanders hin. Das ist die Sondergruppe. Ja, die sondern sich so ein bisschen ab. Die sondern sich so ein bisschen ab, die wollen nicht so. Ja, was macht der denn da? Nein. Also ich glaube, ich werde mal ein eigenes Video über Krimi machen. Aber das dauert zu lang heute. Es ist sehr lustig. Gamescom war bisher auch ein voller Erfolg. Es wird nur besser. Den einen oder anderen wird man auch vielleicht morgen nochmal auf der Party sehen. Ich habe ein bisschen Kölsch. Was? Ich weiß mal nicht. Wir machen ein gemeinsames Reportageprojekt. Krimi-Reportage. Die Dokumentation. Auf Stern TV. Dann werde ich auch endlich reich. Ja, dann würde ich sagen, ich melde mich später vielleicht nochmal, wenn ich voll bin oder auch nicht. Ob es einen nackten Hintern geht, werden wir dann im Anschluss. Wir melden dich dann. Einer der vielleicht selteneren Einblicke hier auf der Gamescom, und zwar hier dieses kleine Kämmerchen, wo ich hier bin. Hier hinter mir ist Rio, der stellt sich gerade noch ein bisschen was am Rechner ein. Hinter mir der Platz, der ist eigentlich von Quickie Baby. Und das ist die Area, wo gestreamt wird, wo Rio streamt und ich auch ab und an mal hier inzwischen gefunkt habe. Sehr nett. Der Wargaming-Stand ist selbst noch komplett leer, kann man fast sagen, weil es ist einfach noch in der Früh. Und nur, dass ihr auch mal gesehen habt, wie das so ist. Schön, dass es hier auch klimatisiert ist. Sehr angenehm. Und da kann man schon so ein paar Stückchen aushalten. Gamescom und Warten ist immer ein großes Thema. Man sieht es auch mal wieder hier. Das Lustige ist ja nicht nur, dass die Schlange hier so anfängt. Ganz im Gegenteil. Nein, die geht einmal um den ganzen Stand rum. Und gestern, also heute, jetzt auch die Runden, noch ist die Stimmung recht gut, sie kommen bald dran. Gestern, glaube ich, waren Wartezeiten bis zu 8 Stunden hier am Stand. Und also jetzt guckst du dir mal das an. Es geht einmal wirklich überall rundherum. Das ist abnormal. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Gerade in Anbetracht dessen, dieses Spiel kann in 2 Wochen jeder in der Beta spielen und trotzdem ist hier immer noch dieser Antrag. Also es ist unglaublich kurios und trotzdem scheint es zu hypen. Ob es so gut ist, kann ich euch gleich noch verraten, weil jetzt wird ein bisschen PC gezockt. Hab Gott sei Dank passt, dass ich schneller rankomme.
ich sind jetzt hier in etwas ungewohnter Manier zu sehen. Im Sinne von, ihr steht auf dem Tisch, weil wir haben hier unseren Kaffee in der Nähe. Und wir sitzen, kann man hier so ein bisschen gerade erkennen an dem FIFA-Zeichen da und hier hinten, gerade bei EA im Stand. Da haben wir ja schon Battlefield 1 anschauen können, haben endlich auch das Ganze auf PC gespielt. Und es fühlt sich einfach, also wirklich PC fühlt sich so gut an. Es war ein so geiles Spiel und ich muss sagen, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Also man muss dazu sagen, wir konnten beide Versionen spielen. Wir sind hier in der Business Area von EA nämlich und hier gibt es die Konsolenversion. Die war ein bisschen schlechter aufgelöst oder war wesentlich schlechter aufgelöst, nämlich als die PC-Version. Meine Vermutung ist, dass die vielleicht noch so ein paar Probleme mit der Performance haben. Die PC-Version hat mir aber eindeutig besser gefallen. Alter. Viel besser auch allein vom Spielmodus. Wir haben zwei Spielmodi spielen können. Auf der Konsole hier haben wir den Rush-Modus spielen können. Und auf dem PC den klassischen, althergebrachten Battlefield Conquest-Modus. Ja. Also die Flaggeneroberung. Rush ist ja, dass man quasi zu einem Punkt hin muss und da Bomben zünden muss und dann fortschreitet in der Karte. Beide Modi eigentlich sehr rund an Absolut. Sich. Ich fand Rush auch gut, hat mir auch Spaß gemacht. Ist halt eben nicht für den der klassische Battlefield-User will halt Conquest-Modus. Das ist halt einfach der Modus, den das Spiel geprägt hat und ich nach wie vor den besten Modus im Spielfeld finde. Ich finde beide gut, ich spiele auch beide gerne. Also ich finde, mit Rush haben sie damals eine ganz gute Entscheidung getroffen. Vom Spielgefühl her beides natürlich stark unterschiedlich. Conquest, wie gesagt, der ganz klassische. Rush ist eigentlich auch schon mittlerweile ein Klassiker, aber ist halt einfach mal ein bisschen anders, wenn man eben fortschreitet mit den einzelnen Punkten. Insgesamt echt cool und rund, toll atmosphärisch, auch wenn sie sehr stark interpretiert haben. Das ja, Ganze aber das ist ja, ich finde ja gut, dass sie beim Spiel bleiben und dass sie jetzt nicht hier versuchen, irgendeine Simulation im Ersten Weltkrieg zu machen, was am Ende einfach furchtbar langweilig wahrscheinlich geworden wäre. Das kann man nicht so. Auch man sieht es ja sogar, der 100-Jahre-Modus bei World of Tanks, selbst der wird ja schnell, weil es einfach mehr, sonst macht es keinen Spaß. Naja, mehr Spaß kann es machen, aber es wäre dann nicht so für die klassischen Battlefield-User ausgelegt. Ich meine, ich glaube, ich fände es langweilig. Also ich finde, Verdun ist so richtig klassisch Erster Weltkrieg mit Nachladen und so weiter und so fort. Ja, aber das macht schon Spaß, aber es ist halt extrem hardcore. Also hast, muss einem gefallen. Hast du da Panzer? Ich habe das Spiel nicht gespielt. Nein. Ja, siehst du. Naja, deswegen, und da, so Mark ist ja nicht mal 10 km/h gefahren. Ich meine, für die breite Masse. Ja, nee. Das ist auf jeden Fall nicht für die breite Masse und wäre kein Battlefield dann. Und dann noch, bevor wir jetzt zu anderen Titeln mal schauen, Titanfall. Haben wir auch gezockt. Titanfall 2, ja. Ja. So wie es hätte sein sollen eigentlich. So wie das erste schon hätte sein sollen, musste da sagen, fühlt sich das zweite jetzt auch endlich an. Vielleicht so ein Titanfall 1.5, in Anführungszeichen. Mich hat es wirklich schnell geflasht, obwohl es Konsole war. In dem Fall. Das kann man gut mit der Steuerung klappen. Es hat A, vernünftig ausgeschaut. Und B, muss man sagen, es hat sich also wirklich die Konsolenversion. Da hat der Controller sich verhältnismäßig mal gut angefühlt. Normalerweise fühle ich mich sofort und denke, oh nee, mag ich nicht. Hat super Spaß gemacht, dass es gut angefühlt ist. Ich kann jetzt keinen Highlight sagen. Man hat jetzt noch so einen Enterhaken, wo man so hochziehen kann. Ich habe so einmal so einen Scorpion-Move gemacht, das heißt den Gegner hergezogen und ihn dann in die Fresse und dann mit war dem er tot. Enterhaken, ja. Es war super geil. Also bei den, interessant fand ich noch, bei den Titans, wer Titanfall gespielt hat, da kann man sich ja eben diese Titans holen. Und bei Titanfall 1 war das so, man konnte auf den Titan raufjumpen, um ihn quasi auszuschalten, hat dann quasi den Kern rausgezogen, auf den Kern schießen müssen. Bei Titanfall 2 ist es ein bisschen anders, man muss zweimal raufjumpen. Beim ersten Mal jumpt man rauf, zieht die Batterie quasi raus, diesen Kern, muss dann nochmal ein zweites Mal ran. Man springt erstmal relativ weit weg, muss dann nochmal ein zweites Mal ran, um dann eine Granate reinzuschmeißen in dieses Loch. Und finde ich, es ist eine kleine Änderung, aber es macht es einfach irgendwie viel runder. Und es ist nicht so nervig wie eine Fliege beim ersten Teil, wenn du die ganze Zeit da... Doch, du warst die Fliege, weil ich war der Einzige, der in meinem Team den Titan hatte. Unser Team hat auch krass dominiert und ich war Platz 1, also natürlich lag es an mir. Und er war im Gegnerteam der Einzige, der den Titan hatte. Und er war der Einzige, der auf einem Gegner-Titan war. Also war er auf mir drauf. War aber, wie gesagt, sehr geil. Hat dir nicht gefallen? Nee. Hat dir nicht gefallen, dass ich auf dir drauf war? Nee, nicht so. Okay. Ja, ansonsten, was haben wir noch so gesehen? Vielleicht, ich sag mal so, mein Highlight, so ungewöhnlich es klingt, ist, glaube ich, Empire. Das war echt witzig. Weil das ist sowas, wo ich wirklich sage, das hat so viel Potenzial und ich mag ja Städtebauspiele, also das kann wirklich, wirklich gut werden und hat sehr, sehr gut ausgesehen, also darauf freue ich mich wirklich. Was haben wir noch so gesehen? For Honor? For Honor war interessant, bin mal gespannt, wie sie das weiter umsetzen. Also For Honor ist ja im Endeffekt so eine Melee-Spiel.
man spielt eine Ritterin, also ist ja eigentlich wirklich eine Frau, tatsächlich. Spoiler Alert. Nee, das siehst du auch mal im Trailer, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob du vielleicht sogar jemanden auswählen oder deinen Charakter selber stellen kannst. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also auf jeden Fall ist es, ihr spielt ein Ritterwesen. Manchmal ist es auf jeden Fall ein Mittelalter-Nahkampfspiel, sag ich mal, mit Schwertern und mit Paraden und man muss die Richtung bestimmen. War ganz cool, ich bin gespannt, wie sie es weiter, auflegen. Ja, also für 15 Minuten hat es Potenzial, man weiß natürlich nicht, wie viel Spielspaßstunden das in Summe bringen kann, muss man sehen. Auch wie der PvP umgesetzt ist, den das Spiel auch hat, muss man halt mal schauen. Ja. Ein weiteres Highlight für mich war die Gilde 3. Oh ja, die Gilde. Gilde 3, Nachfolgespiel ja quasi zur Gilde 2, haben sich mal rangetraut. THQ Nordic. Nordic. Das wo sie selber noch nicht so wirklich sagen können, weil sie teilweise immer noch Probleme haben, ihr THQ und Nordic zu trennen, weil es ja so frisch ist. Ja, also Nordic hat ja eigentlich THQ gekauft und jetzt haben sie scheinbar THQ als Marke, weil THQ bekannter eigentlich ist als Nordic Games. Mhm. Haben sie vermutlich sich gedacht, nehmen sie das THQ mit den Namen rein. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, da sah das echt gut aus. Es war so, wie sie gesagt haben, sie haben vor, das Beste aus Gilde 1 und Gilde 2 zu nehmen und das wirkte aber auch. Und sogar gefühlt mehr aus Gilde 1 und das war auch das bessere Spiel in meiner Welt. Ja, das machen sie wirklich sehr, sehr stimmig. Dann kann man gleich vom gleichen Publisher Aquanox ins Rennen schmeißen. Man hätte gefühlt noch so ein bisschen mehr sehen können. Ich fand Aquanox 1 und 2 fand ich Highlight-Spiele meines Lebens bis dato. Und ich hoffe, dass er Aquanox 3 anschließen kann. Bis jetzt, ich bin nach wie vor mal so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ich bin ein großer Fanboy der ersten beiden Spiele und hoffe einfach inständig, dass sie da was Gutes draus machen. Ich bin mal gespannt, wie Aquanox wird. Also ich weiß nicht mehr, wie es sich heutzutage anfühlt, weil das ja doch schon 10 Jahre her ist. Was mir noch gut gefallen hat, so ein seltsames Klingen, Constructor HD. Oh ja. Das fand ich mega. Also das hat mich wirklich auch an meine Kindheit erinnert. Ich glaube, es war eines der ersten Spiele, die ich tatsächlich so gespielt habe, auch unter anderem. Ich würde aber ehrlicherweise behaupten, wenn man damals Constructor nicht gespielt hat, dann weiß ich nicht, ob das einen heute kickt. Weil klar, es ist jetzt schönere Grafik und sonstiges, aber man muss wirklich schauen. Das Spielgefühl damals war cool. Ich war noch sehr, sehr jung. Ob es heute, wenn jemand das Spiel nicht kennt, immer noch so feiert, wie wir das jetzt heute feiern oder ich feiere. Könnte was für ein Fan sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fantitel eher ist. Ja, dein Sudden Strike, aber ich bin ja. Und Dawn of War da. Oh, Dawn of War 3 fand ich großartig. Also, das war ja. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben ja beide Termine gemacht. Anni hat die meisten Termine von uns gemacht, aber so ein paar. Bei ein paar Sachen habe ich mich dann auch, die wollte ich unbedingt sehen, Dawn of War 3, habe ich dann den Andi auch mit reingezogen, der ja nicht so der schnelle Strategie ist. Ich habe Dawn of War den Termin gesehen, habe ich nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, wir haben bei Dawn of War einen Termin. Ich dachte, alles klar. Ich habe bei Dawn of War den Termin gemacht, weil ich fand die Dawn of War-Serie finde ich super. Dawn of War 2 fand ich genial. Dawn of War 3 finde ich persönlich nochmal wieder besser, rein vom spielerischen als Dawn of War 2 irgendwie. Ja, Dawn of War 2 war, glaube ich, nicht so viel mit Aufbauen, wenn ich mich hätte. Außer ich vertausche die Spiele jetzt. Aber ich meine, Dawn of War 2 war nicht so viel mit Aufbauen, mit Basenaufbauen. Mit Dawn of War 3 ist es wieder sehr stark mit drin. Hat mir die PlayStation hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir konnten es eine Stunde spielen. Das war richtig, richtig cool. Und Sudden Strike 3, weil du es auch erwähnt hast, fand ich noch ein bisschen unrund, leider. Also, ich fand die Sudden Strike Franchise fand ich super. Den ersten Teil fand ich großartig, den zweiten fand ich nicht so geil. Das ist jetzt Sudden Strike 3 und hoffe, dass sie was Gutes draus machen. Wird sich zeigen, ist auch ein Spiel für Fans, wird seine Abnehmer wahrscheinlich finden. Ja. Aber so wie sie es jetzt gezeigt haben, war es noch ein bisschen unruhig und ein paar Sachen haben mir nicht so gut gefallen. Also beispielsweise mit dem Soldaten können Panzer hören. Ja. Aber wenn der Kommandant aus der Luke rausgeht, wäre für mich eigentlich im Umkehrschluss nachvollziehbar, dass er dann auch Panzer hören kann, weil er aus der Luke rausguckt. Zumindest wenn der Panzer steht. Also. Ja, aber er erhöht nur die Sichtweite. Ja. So, und das heißt, das ist eines der Beispiele, wo ich sage, dass es noch nicht so ganz. Also meinst du, war es ja eh nicht so oder so, aber. Nein, es ist okay. Für Fans werden dabei sein, ich nicht. Was ich glaube, mein größtes Überraschungsthema war, weil ich das erste Jahr so damit in Berührung gekommen bin, ist das Thema VR im Allgemeinen. Ich selber muss sagen, mich hat es mental noch ein bisschen überfordert. Wir haben zwei VR-Titel getestet. Einmal war Batman VR und einmal war The Climb VR.
Und Batman VR ist halt wirklich so ein Batman-Spiel und man schmeißt so Batarang und so, alles ganz cool. Und auch da habe ich schon so wirklich einen Moment gehabt, wo mir die Knie gezittert haben, als so ein Lift nach unten gegangen ist, hat das super geil ausgesehen. Und dann The Climb ist wirklich so ein Spiel, wo ihr einen Kletterer spielt. Und ihr müsst euch halt so nach oben hängeln mit HTC war das, oder? Das war, ich glaube, das war der HTC Vive, ja. Batman war PlayStation VR. Genau. Und ich muss sagen, ich persönlich habe das Ganze nach 5 Minuten abgebrochen, weil wir haben die Knie so gezittert, auch wenn man weiß für sich, man ist ja nicht dumm. Man steht auf dem Boden und hat eine Brille auf, aber man taucht trotzdem ganz schnell ganz anders ein und ich habe Höhenangst. Und nach 5 Minuten habe ich dann gesagt, normalerweise wird mir jemand abgelöst und sagt so, jetzt vielen Dank fürs Spielen, viel Spaß. Und ich habe wirklich nach 5 Minuten habe ich das Ding abgezogen und war Gott froh, dass ich wieder den normalen, richtigen Boden gefühlt unter den Füßen hatte. Ja. Aber das hat unglaublich Potenzial, wirklich in die Wohnzimmer zu kommen. Ich bin selber froh, dass PlayStation das so angenommen hat, weil es einfach vielleicht vom System her nicht das Beste sein mag. Aber es ist halt erschwinglich und das muss erstmal, man kann das Ding nach wie vor dann immer weiterentwickeln. Aber wenn es rauskommt, muss es halt so boomen, dass das wirklich jeder haben will. Und danach gibt es halt dann PlayStation 2, VR oder sonstiges. Aber Potenzial ist geil. Bei Climb muss ich aber auch nochmal eine Anekdote erzählen. Also ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe das Level zu Ende gespielt. Es gab so ein paar Momente, wo ich eigentlich auch am liebsten nachgebrochen hätte. Ich hatte einmal unfassbar das Gleichgewicht verloren. Ich wäre wirklich fast gestürzt beim Spielen. Das heißt, bei mir stand dann jemand und der musste mich wieder korrigieren und musste sagen, hey, alles gut, weil ich habe irgendwie das Gleichgewicht verloren. Das klingt total komisch, weil man steht eigentlich mit beiden Beinen auf dem Boden und ich habe mich nicht großartig hin und her bewegt. Ich bin nicht gelaufen, sondern ich habe eigentlich immer nur so, hangelt man sich da rum, hat so 2 Controller in der Hand. Aber ich habe mich dann umgeschaut und irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde ich das Gleichgewicht verlieren mit einer Hand und wäre wirklich fast gestürzt. Der musste mich dann korrigieren. Also bin da so ein bisschen hin und her geschaukelt. An manchen Stellen wurde mir ein bisschen schlecht. Nicht, weil das schlecht aussah oder weil es komisch war, sondern einfach nur, weil es extrem hoch ist und man die ganze Zeit bei The Climb kraxelt man wirklich die ganze Zeit unfassbar weit über dem Erdboden. Ja. Und irgendwann taucht man so tief rein, dass man das Gefühl hat, man würde wirklich tatsächlich so weit oben rumkraxeln. Wenn man dann rumschaut und die ganze Zeit nach unten, oh mein Gott, geht's da tief runter. Und ein paar Mal stürzt man dann auch ab. Fand ich aber nicht ganz so schlimm, weil dann direkt ein weißes Bild kommt. Aber trotzdem, allein die Tatsache, dass man runterguckt und oh, ist das hoch. Also mir wurde nach einer Zeit auch so ein bisschen schwummerig. Ja. Und das eben nicht wegen dem Device, sondern einfach wegen der unfassbaren Höhe. Einen letzten Titel will ich jetzt hier noch ganz explizit erwähnen. Wir haben noch schon ein paar andere Sachen angeschaut, aber eins ist noch ganz klar Sea of Thieves. Ich habe es davor ja schon wahrgenommen. Ich habe dann vor mich schon drauf gefreut. Hier habe ich das erste Mal antesten dürfen. Und das muss man sagen, Sea of Thieves ist so vielleicht mein Geheimfavorit. Auf den Gamescom Award des Alcarambas, keine Ahnung, wie ich das definieren soll. Man spielt zu 5 auf einem Schiff. Ein Segelschiff, also ich werde versuchen, natürlich immer auch hier die eine oder andere Szene noch zu zeigen. Piratenzeit. Piratenzeit, genau. Und man wirklich der eine macht hier die Lenkung klar. Man muss das Segel raffen. Man muss das Schiff flicken, wenn man getroffen worden ist. Alles im Koop, alles mit seinen Kumpels. Wenn du wirklich da sagst, mit 4 Leuten, die du mal richtig viel Spaß haben kannst. Jeder macht seine Sache auf dem Schiff, hat das, also irgendeiner macht sogar vielleicht ein bisschen Musik, hat brutale, gute Qualität, wirklich ein geiles Spiel zu werden. Ich hoffe, dass dann natürlich auch der Content da ist, dass man sagt, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde auf dem Schiff rumgedaddelt, aber ich will jetzt noch irgendwas mehr erleben. Aber das könnte richtig Spaß machen. Da bin ich noch so ein bisschen verhalten. Also wir haben es zusammengespielt. Ich fand es durchaus witzig, aber es ist noch extrem unfertig. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und mir fehlten so ein paar Sachen rein vom Feedback her und leider war die Truppe, mit der wir gespielt haben, auch ziemlich schläfrig. Also ich glaube, die einzigen, die gesprochen haben, waren dann im Endeffekt der Typ, der uns da geleitet hat, weil man spielt mit jemandem da zusammen vom Stand, ja, der quasi den Ton angibt oder so ein bisschen das Spiel auch erklärt und da auch umläuft. Dann hat Andi relativ viel gesprochen und ich habe auch ein bisschen gesprochen und die anderen haben einfach nichts gesagt, als ob sie kein Englisch konnten. Aber einen einzigen Titel möchte ich noch ganz, ganz kurz mal anschreiben. Okay, mach noch ganz, ganz kurz. Guck mal, wir haben nämlich dann eine Minute, bis wir 15 Minuten haben. Okay, ich weiß. Und zwar Escape from Tarkov. Ja.
Das ist ein extremes Hardcore-Shooter-Spiel und ist so ein bisschen wie DayZ eigentlich, finde ich. Nur halt nicht mit Zombies oder so, sondern es gibt zwei Fraktionen. Es ist ein russischer Entwickler, es ist irgendwie total klischeehaft. Es gibt die Russen und es gibt die Amerikaner. Ja. Und ja, mein Gott, dieser scheiß Konflikt, der hängt mir mittlerweile so in Ohren raus, zu den Ohren raus. Aber im Prinzip, das Spielprinzip ist ganz cool, weil man tatsächlich alles verliert, wenn man stirbt, was man bei sich trägt. Und deswegen ist es wirklich extrem hardcore PvP. Wenn man im PvP spielt und von einem anderen Spieler abgeschossen wird, dann kann er dich komplett ausziehen. So, und du hast auch keine Möglichkeit mehr, an dein Zeug zu kommen, außer du erledigst den wieder. Oder du musst den dann wieder erledigen. Man hat natürlich einen Stash, also man kann sich Sachen sparen, aber im Prinzip geht es darum, dass man die Welt entdeckt, lootet, man kriegt für alles Mögliche, kriegt man Erfahrungspunkte, man sucht sich neues Equipment im Endeffekt in dem ganzen Areal, erledigt andere Spieler, man kann es im PvE spielen, aber ich glaube, der Reiz kommt dann im PvP. Ja. Und man muss auch essen und trinken, also es ist wirklich so ein Survival-Game eigentlich. Man hat ein Hut oder sonstiges. Ja, also ein Hardcore-Shooter-Survival-Game eigentlich. Also wie gesagt, das war cool. Das hat potenziell ist jetzt nicht was mir gefällt, weil das ist einfach nicht meine Art. Der Frust war genau, also ich würde einfach zu schnell ragen, da kenne ich mich zu gut dafür, dass ich das nicht weiß. Und dann hat extrem Panik beim Spielen. Ja. Das schneide ich raus. Nee, ansonsten war ein nettes Spiel, aber ist nicht meins. Da muss ich sagen, da fühle ich mich bei so was wie banalen wie Overwatch einfach besser aufgehoben und einfach besser amüsiert. Aber es ist auch gut, dass wir beide deswegen hier quatschen. Ja. Deswegen, ich glaube, wir haben dementsprechend aber heute wirklich oder allgemein die Gamescom viel gesehen. Alles, was ich sehen wollte, habe ich wahrgenommen. Und, bis auf Mafia 3, was kommt noch? Das kommt noch, aber da, ich sag jetzt schon, bevor ich es gesehen habe, weiß ich jetzt schon, jeder, der es gesehen hat, sagt, es wird der Shit. Und ich habe es letztes Jahr schon gesehen und ich habe jetzt letztes Jahr schon gesagt, es wird der Shit. Und es wird auch der Shit werden. Also darauf freue ich mich total. Civilization, also habe ich den Termin gemacht oder du? Hast du gemacht. Aber also Civilization ist dann auch nicht so deins. Nein. Da freue ich mich auch noch drauf. Okay. Wir machen nämlich auch noch heute. Also wir schauen mal weiter. Tschüss. Die Gamescom ist endlich in Anführungszeichen, aber für mich ist sie rum. Hinter mir seht ihr sie natürlich nochmal in all ihrer Pracht. Da wird auch nochmal aufgenommen und sonstiges. Waren jetzt drei sehr intensive, anstrengende, aber auch natürlich amüsante, schöne Tage. Ein kleines Resümee habe ich ja so gesehen mit Rio schon gemacht. Deswegen brauche ich das hier nicht nochmal sagen. Ich freue mich auf 2017. Ich glaube, kann man schon sagen. Ich finde es schade, dass das Thema Präsentationen immer mehr geliebt wird. Es gab viele coole Titel, die ich gerne noch gesehen hätte, die leider wieder mal nur mit Trailern und sonstiges gezeigt werden. Dafür finde ich, braucht man eine Messe nicht haben. Das kann man irgendwie auch anders lösen. Aber unterm Strich war es ein sehr schönes Event und natürlich besonders schön war Rio hier wieder zu sehen. Die Community Party, also unsere eigene Community Party fand ich traumhaft. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die World of Tanks Community Party, oder Wargaming Community Party, die kommt erst noch. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich da filmen werde. Vielleicht lasse ich auch da die Kamera einfach daheim. Das heißt, wenn es jetzt nicht mehr mit einer Community Party geht, dann mache ich es. Seht ihr sie auch nicht. Vielleicht aber kann ich das ein oder andere nette Bild für euch machen. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke Köln für 2016. Wir sehen uns 2017. Bereich vom Deep Silver Schreck-Square-Stand und man fragt sich immer von außen, man sieht ja immer nur diese Wände und denkt sich immer noch, was ist denn da noch drin? Man weiß es eigentlich so gar nicht. Und wenn ihr euch mal hier so ein bisschen umschaut, dann sieht man viele verschiedene Räume, auf jedem steht irgendwo ein bisschen was drauf. Jetzt teste noch nicht, wenn ich jetzt hier labe. Und da steht überall ein bisschen was drauf, was so da drin sich... Mann,